heutigen Video geht es um Beweglichkeit in den Hüften. Dazu möchte ich gerade kurz etwas sagen zwischen dem Unterschied Flexibilität und Mobilität. Viele Leute haben das Gefühl, sie müssen immer nur dehnen, damit sie beweglicher werden. Das ist nur die halbe Miete. Wir müssen nämlich auch lernen, dass wir den ganzen Umfang von einem Gelenk bewegen können. Und das ist eben Mobilität. Flexibilität hat auch mit dem Spannungszustand der Muskeln zu tun. Und dort tun wir dann eben dehnen. Heute zeige ich Ihnen das am Beispiel der Hüfte. Wir starten gerade zuerst mit einem kleinen Test. Und zwar sitzen Sie am Boden. Sie können auch ein bisschen auf ein Hockerli sitzen. Und dann nehmen Sie mal die Beine aufstellen. Ein bisschen breit positionieren und dann tun Sie mal beide Knie auf die linke Seite überschwenken. Dann geht nämlich das rechte Bein in die Innenrotation, das linke Bein in die Aussenrotation und dann schwenken wir beide Beine auf die rechte Seite über. Und spüren Sie mal, was ist so ein bisschen das Endgefühl in diesen Hüftgelenken, wie fühlt sich das so an? Das Becken tut mehr oder weniger nicht mitbewegen. Gut, und dann starten wir gerade mit unserer ersten Übung im Vierfüßer auf Knie und auf den Händen. Und dann versuchen Sie mal einmal, das rechte Knie mit einem geraden Rücken Richtung Ellenbogen aufzubringen. Wir bringen also die Hüfte in eine Beugung. Nachher, als würden wir gegen einen Hydrant pinkeln, tun wir das rechte Bein raus in die Aussenrotation strecken. Dann bringen wir den Fuß nach oben Richtung Himmel, Innenrotation. Und dann bringen wir das Bein hinten und strecken den Fuß auf Richtung Himmel, kommen wir in die Streckung der Hüfte. Dann bringen wir das Bein runter und jetzt machen wir genau das Gleiche wieder zurück. Wir strecken die Hüfte auf, ziehen natürlich den Bauchnabel einziehen, dass die Lendenwirbelsäule stabil bleibt. Das Bein klappt auf die Seite wieder in die Innenrotation, Aussenrotation. Und dann kommen wir mit dem Knie wieder auf zum Ellenbogen und stellen das Bein wieder ab. Jetzt machen Sie das auf jeder Seite dreimal. Und dann machen wir das ganz genau gleich jetzt auch im Stand. Wenn Sie mit dem Gleichgewicht nicht so gut zu Weg sind, empfehle ich Ihnen, empfehlen, heben Sie sich noch einmal. Und wir machen hier genau das Gleiche. Sie stehen her, Sie bringen das rechte Bein wieder auf in die Beugung und nachher tun Sie es wieder aufklappen wie ein Frosch oder eben auch der Hydrant. Dann gehen wir wieder in die Innenrotation, der Unterschenkel kommt auf, das Knie geht gleichzeitig ab. Dann tun Sie das Bein schön nebeneinander die Oberschenkel platzieren und schieben den Fuß nach innen, Richtung Wand hinterinnen. Bein absetzen, genau wie das gleiche rückwärts. Knie beugen, hinten stossen, auf die Seite raus, Hydrant und wieder nach vorne und absetzen. Genau das machen Sie auch wieder, wie das Gleiche von vorher im Vierfüßer dreimal. Und dann machen wir wieder einen Test. Dann stellen wir wieder unsere Beine aufstellen. Und wir bewegen wieder beide Beine auf die linke Seite rüber bewegen und merken, geht jetzt doch schon ein bisschen gebiger, ein bisschen weiter. Und andere Seite, da ist es noch etwas steif, merke ich jetzt, weil ich habe ja mit der linken Seite jetzt gerade vorher nichts gemacht. So, Sie werden merken, dass Sie mit diesen Übungen, obwohl Sie nicht im klassischen Sinn stretchen, werden Sie beweglicher werden, weil Sie Ihre Mobilität verbessern und nicht nur Ihre Flexibilität.